Hallo Leute. Nachdem wir das letzte Mal die Völker geschiedet haben und mein Imkerpate gesagt hat, dass das so nicht richtig war, machen wir das jetzt noch einmal richtig. Kurz vorneweg, was lief denn eigentlich verkehrt? Ich habe das letzte Mal von oben drauf geschaut auf das Bienenvolk und habe beschlossen, 5 besetzte Waben, also sind da 5.000, 6.000 Bienen drin. Hab das ehrlich gesagt doch gar nicht in Frage gestellt, und jetzt habe ich mir die Tabelle nochmal rausgezogen von meinem Imkerpaten. Da wird ein Rähmchen auf 8 Teile aufgeteilt. Und da werden gedanklich quasi die Bienen hingeschoben. Auf einem Achtel sitzen dann 125 Bienen beim Zanderrähmchen. Und wenn ich das alles zusammenrechne, dann komme ich bei dem ersten Volk auf 1700 Bienen und bei dem zweiten auf ungefähr 7000. Um eine Wabengasse zu besetzen, braucht man, oder um ein Rähmchen zu besetzen, braucht man 1000 Bienen. Ja, dementsprechend habe ich etwas sehr, sehr großzügig geschiedet, und das mit dem Honigraum unterstellen, muss ich zugeben, habe ich auch etwas falsch verstanden. Da müssen wirklich Mittelwände rein und keine Mittelwände, sondern Waben, ausgebaute. Sonst wird der Raum trotz alledem nicht angenommen. Und keine Angst, da wird das Futter nicht eingelagert. Also das Futter, was ich da jetzt dazu bringe, das wird schon lange verbraucht, bevor wir Honig ernten können. Gut, jetzt legen wir mal los. So, ich kann euch heute jetzt nicht wirklich viel zeigen. Ich würde jetzt bloß das Futterpaket noch mal kurz runternehmen. Das Futterpaket noch mal kurz runternehmen. Setze das Sheet von hier. Von hier auf nur noch zwei Waben, und dann sollte das funktionieren. Und bei dem anderen Volk, habe ich erstmal richtige Waben mitgebracht, die stelle ich unter. Hier, Futterpaket wird schon wieder schön abgenommen. Schiebe ich bloß mal zur Seite. Habe ich ja das Sheet jetzt hier und dort, also jeweils eine bloß bei circa 7000 Bienen, wird das natürlich auch ein bisschen enger. Dann schieben wir bloß auf 4 Waben und dann passt das. So, gut, das mache ich und dann zeige ich gleich nochmal das Ergebnis. So Leute, jetzt habe ich das fix korrigiert. Guckt mal, wir schauen bloß hier vorne rein. Jetzt habe ich zwei Waben mit Futter. Das Sheet, 1, 2, 3, 4 Brutwaben, das Futterpaket drauf, das Sheet und wieder zwei Futterwaben. Hier dasselbe oder so ähnlich. Hier sind jetzt drei Futterwaben oder Waben. Ist ja nicht überall Futter drauf. Dann ein Sheet, zwei Brutwaben, ein Sheet und drei Waben. So, und jetzt sollte das mit dem Wärmehaushalt funktionieren. Ja, das war definitiv eine Fehleinschätzung der Volksstärke. Und wie gesagt, mit der Tabelle dort kann man so eine grobe Schätzung machen, und da sieht man, dass da doch ein ganz, ganz anderer Wert rauskommt. Ja, und ich denke, jetzt bin ich zum Schieden deutlich besser aufgestellt. Zudem habe ich die Mittelwände gegen Waben ausgetauscht. Ja, einfach nur, damit der Raum besser angenommen wird. Genau. Gut, Leute, das war's schon. Bis zum nächsten Mal.